Schäden selbst gibt es ein paar Dinge, die wir beachten müssen. Der ideale Sprühabstand sind 5 bis 10 cm. Und je dichter ihr am Objekt seid, desto schmaler ist der Sprühstrahl. Wichtig auch, wir sprühen, wir pinseln nicht. Deshalb kein wildes Fuchteln, sondern gleichmäßiges Arbeiten. Wenn wir dann an unserem Zaun sind, wir arbeiten an der Latte entlang und erst der Richtungswechsel, wenn wir über die Latte hinausgegangen sind. Nur so haben wir einen perfekten, gleichmäßigen Farbauftrag.